Im Feldbacher Zentrum fand ein spannender Vortragsabend statt. 360 Grad Respekt. Auch der Untertitel lässt aufhorchen. Unser Navigationssystem in die Zukunft. Gerald Koller ortet in seinen Ausführungen eine Ich-Bezogenheit und einen zunehmenden Egoismus der Menschen in unserer Gesellschaft. Respektlosigkeit inbegriffen. Dabei wäre ein respektvoller Umgang untereinander für ein gutes Zusammenleben so wichtig. Der Respekt beginnt immer da, wo die Märchenhelden und Heldinnen sich selber zu respektieren beginnen. Das heißt, der erste Respekt ist letztlich auch der, mich selber zu würdigen und mich nicht dauernd zu unterwerfen, zum Untertan zu machen oder in der Tretmühle des täglichen Lebens glauben, ich könnte mir Liebe und Anerkennung erkaufen, indem ich ganz besonders gut funktioniere. Das führt nur ins Burnout. Da, wo ich mich respektiere, auch in meiner Widersprüchlichkeit, in meiner Unvollkommenheit, geht etwas auf. Wird etwas heil, kann Wandlung passieren. Und Respekt ist ja kein hierarchischer Begriff, so wie wir ihn gelernt haben. Wir sollten die Alten respektieren, natürlich sollten wir sie, aber die Alten sollen genauso die Jungen respektieren. Wir sollten die Natur respektieren, wir sollten die Schönheit respektieren. Etwas, was ja genau das Vulkanland mit einem wunderbaren Wort lebendig werden lässt, die Dinge in Wert setzen. Das ist Respekt. Schon die ungewöhnliche Sitzordnung, ein Kreis rund um den Referenten, irritiert die Besucher am Anfang. Und dann noch mehr, als Gerald Koller seinen Vortrag mit einem Märchen beginnt. Frau Holle. Wir Menschen brauchen Bilder, damit wir uns orientieren können. Und innere Bilder können viel tiefere Schichten erreichen als Fakten. Das nützen sehr oft Demagogen, die immer Geschichten erzählen. Und wir sollten nochmal positive Geschichten des Wandels zu erzählen beginnen. Ein interessanter Therapeut aus Argentinien bringt das auf einen Punkt. Märchen erzählt man Kindern, damit sie einschlafen. Und Erwachsenen, damit sie aufwachen. Im Anschluss daran fasste der Referent die Eindrücke der Zuhörer zusammen. Und dann analysierte er die Meinungen aus wissenschaftlicher Sicht. Mit positiven Aspekten und Ausblicken für die Zukunft. Das ist auch für die Veranstalter der Stadtgemeinde Feldbach wichtig. Dahingehend, dass wir aufzeigen wollten, so wie der Gerald Koller heute gesagt hat, ein gutes Bild, ein schönes Bild von der Welt zu vermitteln und nicht Katastrophen und Horrorszenarien, sondern was ist möglich, was können wir tun als Menschen, welche Ausblicke gibt es, welche positiven Ausblicke gibt es? Überhaupt ist in Feldbach und der gesamten Region das Thema Bildung sehr wichtig. Viele Veranstaltungen, Vorträge und Workshops befassen sich mit diesem Thema. Zum Schluss des Abends lud noch Daniela Adler vom Steirischen Vulkanland zu weiteren Veranstaltungen und Lehrgängen mit Gerald Koller ein. In der Zukunft sind interessante Projekte geplant. Ich glaube, dass die Stadt Feldbach in Summe sehr gut unterwegs ist. Ich danke meiner Frau Vizebürgermeister recht herzlich dafür, dass sie viel Neues hineinbringt und aber auch diese Empathie und Leidenschaft hat, das durchzuziehen. Und ich sehe das als wichtigstes Projekt an. Die nächsten Jahre werden das auch beweisen. Das nützt alles zusammen nichts, wenn wir uns menschlich überfordern, die Ökologie überfordern und auch wirtschaftlich überfordern. Das ist keine Zukunftsperspektive. Und diese Ganzheitlichkeit kann heute nur in einer neuen Lernkultur vermittelt werden. Viele Jahre in der Schule erprobt, sodass die Menschen dann die Chance haben, ein erfülltes und nachhaltiges Leben zu leben. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Der Mut zu fragen. Der Mut, zum Horizont aufzubrechen, hinter dem ein neuer Traum beginnt. Und der Mut, Verantwortung zu übernehmen. Für alles, was in Reichweite unserer Hände liegt. Danke für den schönen Abend. Von der Konkurrenz zur Kooperation, vom Ressortiment zum Respekt.